Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zwei Autos fehlen mir noch auf meiner Probefahrtenliste. Unter anderem, nämlich zum Beispiel der Hyundai Ioniq Facelift, in dem sitze ich gerade, und ein Nissan Leaf. Da ich heute beide Autos nicht gleichzeitig fahren kann, habe ich mir gedacht, wir machen eine Vergleichsfahrt. Ein Freund von mir, Frank Dominik, besitzt nämlich beide Autos und ich sitze hier in seinem Ioniq und er hat außerdem noch einen Nissan Leaf, 2 Jahre alt. Den wird er heute fahren und wir treten jetzt gegeneinander an auf eine Autobahnvergleichsfahrt, nämlich wieder von Bremen nach Bremerhaven mit dem Tempo 120 bis 130. Der Leaf ist jetzt schon 2 Jahre alt, der Ioniq ist im Prinzip ganz neu, 2 Monate alt. Beide haben momentan fast den gleich großen Akku. Der Leaf hat zwar einen 40 Kilowattstunden Akku, aber nach 2 Jahren und gelaufenen 50.000 Kilometern hat er rund 5% Degradation, kommt auch jetzt im Moment noch auf 38 Kilowattstunden. Und der Ioniq Facelift hier hat 38,3 Kilowattstunden Kapazität nominal. Aber er ist unglaublich effizient, sagt man ihm zumindest nach. Und das wollen wir heute ausprobieren. Wie schlägt sich der Ioniq Facelift gegenüber einem etwas älteren Nissan Leaf, der ja auch nicht so schlecht war? Das probieren wir aus. Deswegen, es wird wieder spannend, bleibt dran und ich hoffe, das Wetter wird heute nicht so schlecht wie beim letzten Mal. Alles auf Null gesetzt. Im Ioniq habe ich hier eine Akkuanzeige von 97% im Moment. Reichweite 348 Kilometer. Das ist ja gigantisch mit so einem kleinen Akku. Dann wollen wir mal starten. Man muss natürlich auf D stellen, sonst geht es nicht los. So, wir sind wieder auf unserer Reichweitenfahrt mit dem Hyundai Ioniq Facelift versus Nissan Leaf aus dem Jahr 2018. Beide mit einem etwa gleich großen Akku. Beide sind ja eigentlich recht effiziente Autos. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich auf der Autobahn der Ioniq schlägt, wenn wir zwischen 120 und 130 fahren, wieder zwischen Bremen und Bremerhaven. So, Rekuperationsstufe ist auf Stufe 3 eingestellt und ich will doch mal ganz kurz probieren, wie sich hier die Rekuperation verhält, wenn ich Gas wegnehme. Tempo 30, Achtung. Ja, er rekuperiert moderat, rollt aber dann mit 10 km/h weiter. Ja, okay. Da war das im Mini schon brachialer, der ist ja bis zum Stillstand gekommen. Sonst hier Fahrkomfort, Federung, alles wahnsinnig smooth, weich. Das ist schon wieder sehr, sehr angenehm zu fahren hier. Nicht so hart wie im Mini, aber auch nicht so weich, dass man denkt, es ist schwammig. Also hat schon noch ein Gefühl von der Straße. Das Raumgefühl hier im Ioniq, das wirkt alles ziemlich großzügig, also Limousinencharakter. Die vielen Knöpfe und Tasten, da ist man als Tesla-Fahrer natürlich was ganz anderes gewohnt. Das ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Wenn man einmal auf die Tasten verzichtet hat und das gewohnt ist, dann kommen einem Autos mit so vielen Einstellungsmöglichkeiten irgendwie nicht mehr zeitgemäß vor. So, auf geht's auf die Autobahn. Im Hyundai Ioniq gibt es sowas wie einen Autopiloten, also Cruise Control vielmehr heißt das ja auch und das funktioniert richtig gut. Bin begeistert.
So, nach etwas mehr als 15 Kilometern haben wir jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 13,5 Kilowattstunden hier auf der Autobahn. Und ich fahre da, wo es geht, 120 im Moment. Wir haben Geschwindigkeitsbegrenzung, gleich ist sie aufgehoben. Dann geht es jetzt auf 130 hoch. Tempomat, adaptiver Tempomat, läuft super. Spurhalteassistent läuft super. Also ich habe hier momentan noch überhaupt nichts zu meckern. Das Auto ist auch total leise, muss ich sagen. Also das Geräuschniveau ist sehr, sehr angenehm. Windgeräusche minimal, ein bisschen Rollgeräusche, aber also ich fühle mich in dem Auto richtig wohl. Ich bin überrascht. Und mal eben Frank fragen, wie es im Nissan Leaf aussieht. Frank, wie ist dein Zwischenstand, Durchschnittsverbrauch? Aktueller Durchschnittsverbrauch 16,2. 16,2, ich habe 14,5, alles klar. Hey, ich mache eine Probefahrt und was passiert? Es fängt an zu regnen. Ja, ich habe drauf gewartet. Es kann ja wohl nicht sein ohne Regen. So eine Probefahrt, ey, es ist zum Kotzen. Gestern waren es 25 Grad und strahlend blauer Himmel. Heute mache ich die Probefahrt und es regnet. Top! Man nennt mich auch den Regenmacher. Wir haben jetzt knapp 30 Kilometer gefahren und sind bei 15,3 Kilowattstunden. Frank, was macht dein Leaf Durchschnittsverbrauch? 17,5, alles klar. Ich bin bei 15,3. Okay, danke. Was mir hier extrem positiv auffällt bei dem Wagen, ist, dass der total ruhig fährt, also sehr wenig Erschütterungen und das Geräuschniveau ist wirklich ganz, ganz niedrig hier. Also eins der leisesten Elektroautos, die ich bis jetzt echt gefahren bin. Und man gleitet so dahin, also komfortabel hoch 10, wirklich, gefällt mir ausgezeichnet. Frank, ich sehe dich gar nicht mehr, wo steckst du? Bist du so weit hinten? Also jetzt bei 40 Kilometer gefahren sind wir immer noch bei 15,5 Kilowattstunden auf 100 und haben noch eine Restreichweite angezeigt von 290. Das wird natürlich nicht ganz stimmen, die Reichweite, aber auf jeden Fall ist der Verbrauch erstaunlich gering. Bist du das hinter mir? Ja, ich bin gleich hinter dir. Wo bist du denn abgeblieben? Ich war ganz schön übel geschnitten. Man muss eine Vollbremsung hinlegen. Ach du Scheiße, ist aber nichts passiert, oder? Alles gut, haben noch ordentlich Meter verloren. Kilometer gefahren, 15,8 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, noch eine Restreichweite von 276 Kilometern und noch 78% im Akku. Also haben wir jetzt rund 20% verloren, haben 50 Kilometer zurückgelegt bei 20%. Ja, das klingt doch schon mal ganz ordentlich. Das würde ja bedeuten, dass man mit 100% ungefähr 250 kommt, Kilometer auf der Autobahn bei Tempo 120 bis 130. Das ist natürlich genial. Außerdem regnet es natürlich mal wieder, aber immerhin ist es jetzt wieder vergleichbar mit meinen anderen Testfahrten. Aber es ist ein bisschen wärmer, wir haben jetzt 17 Grad und nicht mehr die 7 Grad wie beim letzten Mal mit dem Mini. So, wir sind gleich in Bremerhaven, noch 2 Kilometer. Ich will mal eben bei Frank fragen, wie sein Zwischenstand ist. Bei mir steht es jetzt 16 Kilowattstunden nach 60 Kilometer. Frank, was sagt der Leaf? Wie ist der Durchschnittsverbrauch? 19,3. Oh, da liege ich ja 3,3 Kilowattstunden drunter. So, jetzt biegen wir ab.
Ja, da sind wir wieder am Wendepunkt. Wir haben jetzt 64 Kilometer auf der Uhr, 15,4 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Wir haben 73% noch im Akku und eine angezeigte Restreichweite von 258 Kilometer. Die wird noch ein bisschen schneller sinken als gedacht, denn die basiert natürlich auf den vorherigen Fahrten, die nicht über Autobahn gingen. Aber der Durchschnittsverbrauch von 15,4 ist schon eine Ansage. So wenig hat bis jetzt noch kein Auto verbraucht. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist wieder mal Regenwetter. Gut, der Wind ist sehr schwach, aber Regen ist halt auch immer ungünstig. Und ich bin zwischen 120 und 130 gefahren. Also fast immer 130 da, wo freigegeben war. Von daher, also der Wert ist natürlich ein Traum. Der Totwinkelassistent funktioniert gut. 75 Kilometer unterwegs. Wir haben jetzt 67% noch im Akku. Restreichweite 238 Kilometer angezeigt und ein Verbrauch von 15,7. Wollen wir mal gucken, wie der Leaf sich schlägt. Frank, wie sieht es aus bei dir? Durchschnittsverbrauch? 18,8. Und wie viel Reichweite wird bei dir noch angezeigt? 53% bei 120 Kilometern. Alles klar, ich bin bei 67% und 237 Kilometer. Also wenn ich mir hier diese Windgeräusche anhöre, also die man eben nicht hört, dann muss dieser Luftwiderstand von dem Wagen wirklich gut sein. Ich meine, ich weiß gar nicht genau, wie hoch der Wert ist, aber dadurch, dass man hier so gut wie keine Windgeräusche hört, oder ganz, ganz wenig bei Tempo 130. Da erklärt sich natürlich vielleicht auch dadurch so ein bisschen die Effizienz, also ein Teil der Effizienz, weil jetzt fahre ich 130 und habe knapp 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und der Wagen fährt ruhig, zieht seine Bahn. Ey, es ist ein angenehmes Fahrgefühl, als würde man auf einer Schiene fahren. Der Autopilot Cruise Control funktioniert hervorragend. Tempomat adaptiv funktioniert hervorragend. Also ich kann nur sagen, dass ich völlig überrascht bin, wie schön der Hyundai Ioniq fährt. Ich habe das ja nun schon oft gehört von Leuten, die den schon erfahren und auch besitzen. Ich selbst saß ja noch nie drin, aber ich kann das wirklich bestätigen. Für mich ist das jetzt im Moment, wie sich das jetzt gerade darstellt, der Geheimtipp unter den Elektroautos. Ja, wir haben jetzt genau 40% vom Akku verfahren und wir sind genau 100 Kilometer unterwegs. Das heißt, wir kommen tatsächlich auf der Autobahn, so wie sich das jetzt immer mehr abzeichnet, 250 Kilometer weit, wenn wir zwischen 120 und 130 fahren. Momentan wird mir noch 200 Kilometer Rest angezeigt. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, aber trotzdem sensationell. Also wenn man bedenkt, das ist ein 38 Kilowattstunden Akku und damit kommt man 250 Kilometer weit bei 130. In meinem Tesla Model S und dem 75 Kilowattstunden Akku, der da drin ist, komme ich auch nicht wahnsinnig viel weiter bei dem Tempo. Ein bisschen weiter schon, aber jetzt nicht irgendwie 100 Kilometer oder so. Das ist richtig, richtig genial, muss ich echt einfach sagen. Man hat das Gefühl, man könnte mit dem Auto endlos weiterfahren. Und das Tollste ist ja, wenn ich nicht auf der Autobahn fahre, sondern in der Stadt oder auf der Landstraße, dann sinkt der Verbrauch teilweise unter 11 Kilowattstunden oder unter 10. Vorhin, wo ich auf der Hinfahrt zu mir nach Hause auf der Landstraße war, lag ich bei 9, irgendwas Kilowattstunden. Also ich verstehe nicht, wie kann dieses Auto so effizient sein? Oder anders gesagt, warum sind die anderen Autos nicht so effizient wie dieses Auto? Was machen die anderen falsch? Oder was macht Hyundai hier bei dem Ioniq richtig? Das musst du mal irgendwie mal näher untersuchen. Weil es geht ja offensichtlich. Die Akkus müssten gar nicht so groß sein. 38 Kilowattstunden, 250 Kilometer Autobahn. Ey, ist doch voll okay. Allerdings, kleiner Wermutstropfen. Die Ladeleistung. Und zwar seit dem Facelift hier. Lädt er ja doch viel langsamer. Das ist das Problem. Das heißt, maximale Ladeleistung 50 kW. Und in der Wirklichkeit wird er die ja wahrscheinlich nur kurz erreichen.
Das heißt, dadurch, dass der Akku so klein ist, hält sich das noch in Grenzen. Ich brauche ungefähr 50 Minuten, um wieder auf 80% zu kommen. Aber wenn er noch schneller laden könnte, dann wäre dieses Auto einfach unschlagbar. Also Reisegeschwindigkeit wäre dann extrem, weil man könnte 130 auf der Autobahn durchfahren, man kommt sehr weit und man kann auch schnell laden, schnell wieder weg. Dann müsste ja noch eine aktive Akkukühlung haben, dass man bei öfterem DC-Schnellladen hier nicht die Ladeleistung immer weiter runterschrauben muss. Das wäre dann das Nonplusultra. Ich hoffe ja, sie machen es irgendwann nochmal. Also hier Hyundai, der hat das Potenzial, wirklich das beste Elektroauto der Welt zu sein. Man muss natürlich darauf stehen, Hyundai ist Hyundai. Die Anmutung, koreanisch, der Stil dieses Autos, manche finden ihn schick, manche finden ihn hässlich. Es ist grenzwertig. Mir persönlich gefällt er optisch von außen ganz gut, von innen geht so, würde ich sagen. Das ist aber eine Geschmacksfrage. Die inneren Werte, die sind, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Das kann man jetzt schon sagen. Ich frage mal nach bei Frank, was er für einen Durchschnittsverbrauch hat nach 100 Kilometern. Frank, wie sieht es bei dir aus mit dem Durchschnittsverbrauch? Leider immer noch hoch, 19,3 und habe auch nur noch 32% im Akku und 68 Kilometer Restreichweite. Alles klar, da habe ich ja fast doppelt so viel im Akku wie du. So, wir fahren wieder ab. Wir sind wieder an der Ausfahrt. 123 Kilometer, 15,8 Kilowattstunden. Und was hast du jetzt auf der Uhr? 18,5, 21% und 46 Kilometer Rest. 18,5, okay, ich habe 15,5, ich habe noch 47% Rest und 168 Kilometer angezeigt. Die 168 sind natürlich nicht ganz korrekt, weil die ja dem Landstraßenfahrstil entsprechen. Aber ich denke, 100 Kilometer komme ich locker noch. Ja, das ist das Schöne am Ioniq. Ja, da wären wir wieder. Diesmal zeigt er an 128 Kilometer gefahren und nicht die üblichen 130. Also jedes Auto hat da so ein bisschen leichte Differenzen, obwohl ich ja eigentlich immer die gleiche Strecke fahre. Aber was noch eine Differenz ist, ist der Energieverbrauch, nämlich 15,4 Kilowattstunden jetzt insgesamt. Ich habe noch 46% im Akku, das heißt, ich bin 51% verfahren bei 128 Kilometer. Jetzt wird noch angezeigt, 164 Kilometer Restreichweite ist eine leichte Abweichung, weil rechnerisch müsste er nämlich 250 kommen auf der Autobahn. Das hat sich ja schon ganz am Anfang herauskristallisiert und es ist auch während der ganzen Strecke eigentlich nicht weniger geworden. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, dieser Wagen hier, den ich jetzt gefahren habe, das ist der Ioniq Facelift in der volle Hütte Ausstattung. Der kostet nach Abzug aller Förderung, also 6.000 Euro vom Staat plus nochmal 2.000 Euro von Hyundai, ganze 34.200 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht gerade wenig, aber wenn ich bedenke, das ist eine Reiselimousine, da passen locker 4 Leute sehr bequem rein, sehr komfortabel, sehr leise und die Effizienz, also ich glaube, da muss man nicht drüber reden, die ist unschlagbar. Ich finde, von der Effizienz hat sich heute mal wieder gezeigt, ist der Hyundai Ioniq, auch das Facelift, das effizienteste Elektroauto weltweit, würde ich mich mal so aus dem Fenster lehnen. Kein Auto kommt mit weniger Energie weiter. Und wenn man bedenkt, ich habe hier eine Energiemenge von 3,8 Liter Diesel im Auto und komme damit 250 Kilometer. Ja, meine Güte, also viel effizienter geht es einfach nicht. Der Ioniq ist jetzt nicht so unbedingt mein Auto, muss ich zugeben. Aber ja, das Gesamtpaket hier hat mich schon irgendwie doch mitgerissen. Ganz eindeutig. Dann wollen wir mal eben gucken, was der Nissan Leaf jetzt sagt. Ja, wie sieht es beim Leaf aus? Da haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 18,4 Kilowattstunden und noch 47 Kilometer Restreichweite und nur noch 21% im Akku. Da sieht man schon ein paar Unterschiede, wobei dieser Wert ja per se an sich auch nicht schlecht ist. Ja, ihr habt gesehen, der Leaf ist zwar auch gar nicht schlecht, also wenn ich den jetzt alleine gefahren hätte, hätte ich auch gesagt, Mensch, der ist ja ganz schön effizient im Vergleich zum Mini, zum E-Up, zum Peugeot, was auch immer, zur Zoe.
Aber er kann halt mit dem Ioniq nicht mithalten. Und wenn ich jetzt das Fazit ziehen sollte, Leaf versus Ioniq, ist ganz klar der Gewinner in allen Belangen der Ioniq. Auf jeden Fall ist der Ioniq für mich der Sieger, und zwar nicht nur der Herzen, sondern auch der technischen Daten, auf jeden Fall 100%. Gibt es nichts dran zu rütteln. Das war also mein Ioniq-Erlebnis und ich habe mich total gefreut, dass ich ihn endlich mal fahren durfte. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.